Ihr Lieben, ich bin Kevin von Runners Flow. Frage vorab, hast du schon mal Trainingstagebuch geführt? Wenn nicht, solltest du dieses Video hier anschauen. Ich erzähle dir was zu den Vorteilen, was in so ein Trainingstagebuch reingehört und was das überhaupt bringt, und zwar in den nächsten Minuten. So ein Trainingstagebuch, das hat wirklich extrem viele Vorteile. Was wir uns oft gar nicht bewusst machen, ist, was wir alles in unserem Leben leisten. Und jetzt speziell auf den Fall, was wir sportlich leisten. Deswegen, ein Trainingstagebuch führt einem erstmal so richtig vor Augen, was man alles geschafft hat in der Woche, was man geschafft hat in dem Monat. Es hält die Motivation hoch, dadurch, dass du siehst, hey, ich war ja jetzt die Woche dreimal laufen und habe so und so viele Minuten trainiert und was für meinen Körper getan. Das führt dann am Ende dazu, dass du sagst, ja, nächste Woche gehe ich wieder raus und das Ganze, das scheint sich ja hier irgendwie ziemlich zu lohnen, da mache ich weiter mit. Mit so einem Trainingstagebuch kannst du außerdem deine Ziele viel effizienter verfolgen. Das heißt, wenn du dir ein bestimmtes Ziel gesetzt hast, wenn du vielleicht sogar einen Trainingsplan dazu nimmst, dann kannst du mit diesem Trainingstagebuch abgleichen, ja hey, bin ich denn jetzt hier gerade auf einem guten Weg? Wie hat sich meine Leistung verbessert? Wie haben sich meine Umfänge verbessert? Und dafür ist so ein Trainingstagebuch eben optimal. Und was ich auch immer eine ganz schöne Möglichkeit finde, ist, so einen extra Bereich in einem Trainingstagebuch zu haben, wo man seinen Gedanken freien Raum lassen kann. Also einfaches Beispiel, du bist laufen gewesen und hast dabei über eine bestimmte Sache nachgedacht. Irgendwas hat dich beschäftigt. Was Privates, was Sportliches, irgendwas ganz anderes, völlig egal. Und das finde ich immer ganz schön, dann da auch jeweils zu dem jeweiligen Lauf zu schreiben, hey, das und das hat mich beschäftigt, weil in der Woche hast du das Ganze vielleicht wieder vergessen, verdrängt, wie auch immer. Und dann finde ich es so im Nachhinein ganz schön, wenn man dann darin blättert, zu sehen, was hat einen denn vor einem Monat bei seinem langen Lauf zum Beispiel beschäftigt. Und da einfach mal so ein bisschen drin zu lesen und sich auch inspirieren zu lassen. So, was kommt denn jetzt rein in so ein Trainingstagebuch? Also, das allererste ist mal, du brauchst dafür nicht viel. Ein Zettel, ein Stift und dann schreibst du auf, welche Läufe du gemacht hast. Also sei es ein Grundlagenausdauerlauf, ein langen Lauf, ein Tempodauerlauf, ein Intervall. Wie lang dieser Lauf war, also in Zeit, wie viele Kilometer der war. Was du vielleicht auch noch dazu schreiben kannst, ist, wenn du das trackst, deine Herzfrequenz, irgendwie noch so als zusätzliches Add-on. Das zu den Läufen. Dann, was du zusätzlich dort auch eintragen kannst, ist all dein Alternativtraining, was du machst. Also Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht, wenn du Radfahren warst, wenn du Schwimmen warst, wenn du Yoga gemacht hast oder irgendeine andere Sportart auch, trägst du das dort ein. Auch wieder mit Zeiten, damit du es schön festhältst. Was du am Ende der Woche dann machst, ist einen Strich drunter und dann schaust du mal, hey, wie viele Minuten habe ich denn trainiert? Wie viele Kilometer bin ich denn gelaufen? Wie viele Minuten habe ich denn alternatives Training gemacht? Und das machst du nicht nur am Ende der Woche, sondern auch am Ende des Monats. Da machst du dann auch einen Strich drunter und du wirst erstaunt sein, was da für eine Menge zusammenkommt. Und dann hatte ich es gerade schon erwähnt, eine extra Spalte für eigene Gedanken. Wie du das vielleicht unterteilen kannst, ist in was lief gut bei dem heutigen Training, was lief nicht so gut, was will ich beim nächsten Mal vielleicht besser machen. Also da hast du dann völlig freien Raum, was du da eintragen willst. Kannst du von mir aus auch die Spalte einfach nur Kommentar nennen und das dann jeweils da eintragen. Ich zeige dir hier mal exemplarisch ein Trainingstagebuch, wie das aussehen kann, wie das aufgebaut sein kann, nur damit du dir mal eine Inspiration holst, wie du dann dein Trainingstagebuch gestaltest. Wenn du jetzt sagst, Schreiben und Zettel und Stift und analog, das ist alles irgendwie nicht so meins, ich bin eher digital unterwegs,
dann geht das in ganz ähnlicher Form mit dem Trainingstagebuch, natürlich auch mit diversen Apps. Also ein gutes Beispiel ist Strava, das nenne ich immer wieder. Kannst du dir einen kostenlosen Account anlegen, das kannst du dann doch dann mit deiner Laufuhr sogar verbinden und dort fließt dann all dein Training zusammen und du kannst dir dann da Monatsauswertungen, Wochenauswertungen angucken, wie sich deine Leistung verändert, verbessert, verschlechtert hat, wie auch immer. Und das eben eine schöne Alternative zum handschriftlichen Trainingstagebuch. Unter diesem Video und hier oben in den Infocards habe ich es dir auch nochmal verlinkt, einen coolen Artikel, den ich zu Lauf-Apps geschrieben habe. Es ist eine Sammlung an Apps, die Läufer nutzen können. Einfach mal reinklicken, durchlesen, ein bisschen Inspiration holen. Vielleicht ist da ja auch eine App bei, wo du sagst, ey, kannte ich noch nicht, auf die habe ich mal Lust, die probiere ich mal aus. Ja, und dann würde ich sagen, danke, dass du dir dieses Video hier angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniere meinen YouTube-Kanal und nicht vergessen, die kleine Glocke anzuklicken, damit du auch immer informiert wirst, wenn ein neues Video von mir erscheint.